Morgen. Ich stehe hier noch beim Matthias am Hof. Ja, hier kann man ganz gut schlafen. Und schaut mal, das hier haben wir gestern als Stütze noch drunter gemacht. Ja, das sind so Styroporteile, die beim Hausbau verwendet werden. Ich glaube, die kommen unten unter die Betonplatte. Und die sind richtig stabil. Also da steht normalerweise ein ganzes Haus drauf. Ja. Die kann ich auch mitnehmen. Die sind nicht so schwer. Da kann ich immer drunter stellen. Mit der Scheibenbremse. Da haben wir gestern mal geguckt. Ich habe die mal ein bisschen sauber gemacht. Also da waren so ein paar Pflanzenreste oder so sind da irgendwie dazwischen gekommen. Die habe ich da mal rausgezogen. Und ja, hier bei Matthias haben wir dann noch die Scheibe ein bisschen gereinigt. Es ist minimal besser geworden, aber perfekt ist es noch nicht. Und ja, ich hatte im Internet kurz mal geguckt, was man da noch machen kann. Und ja, vielleicht, wenn ich beim Enduro-René bin, vielleicht können wir mal die Bremsbeläge tauschen. Muss ich unterwegs mal gucken, dass ich irgendwo Fahrradladen finde, der dann auch so Bremsbeläge hat. Dann kaufe ich da welche. Dann kann man die vielleicht dann austauschen. Weil wenn da so ein Schmierfilm oder irgendwas drauf ist, das kriegt man auch nicht mehr irgendwie freigebremst. Ja, mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Ja, Aber dafür ist jetzt ruhig hier. genau, jetzt ein bisschen ruhiger hier. Wir sind jetzt hier am Elbe-Seitenkanal. Ja, sehr schön hier. Der Matthias hat mich gerade hier hingebracht noch. Ja, das sind jetzt 5 Kilometer 5 Kilometer, von ja. Bad Schäfern, wo wir wohnen. Ja. Und Und auch eine schöne Strecke, kann man gut fahren, ja. ja. genau, wir sehen uns ja in Gera wieder. Ja, ich starte Sonntag Genau, nach Sonntag. Albersleben erstmal. Dort ist ein geplant, dass ich mich mit Uwe treffe und Emil aus den Niederlanden. Ja. Und dann fahren wir zu dritt die andere halbe Strecke da noch hin. Ja, wie lange braucht ihr ungefähr bis da, bis nach Gera Und dann? ja, ich fahre Sonntag los, will Freitag eintreffen. Ja. Ja. Und 3 Tage fahren wir praktisch zu dritt dann nachher. Ja, seid auch gut unterwegs, ja. Ja, also insgesamt ist das von hier eine Ja. Strecke von, also bei 400 Kilometern. Ja. Emil ist ja schon länger unterwegs, wollte erst über Berlin fahren, aber bei der Hitze Sehr schön. hat er das jetzt ja, Ja. spontan gestern umgeplant und so ja, Ja, dann sehen wir treffen wir uns uns dann. da alle wieder in Gera, ne? Genau, Ja, und dir auch noch halt mal gut, das Mikrofon. und dir auch noch gute Fahrt. Ja, ich danke dir. Gute Fahrt und grüß den nächsten, den Ja, Enduro, das. René, falls du dort vorbeifährst. Ja, und auch den sehen wir dann ja. Den sehen wir dann auch, ne? Und trinken dann zusammen Apfelsaft. Dann gibt es nochmal einen richtigen Apfelsaft, Ja, ja. nicht nur alkoholfrei wie bei mir, ne? Aber bei der Hitze Ja, bei der Hitze. wolltest du ja nichts anderes. Genau, ich muss ja noch ein bisschen, muss ja noch ein bisschen fahren. Alles klar, Andreas. Mach's Gute gut. Fahrt dir. Tschüss. Schaut mal, da hinten, da sieht es nach Regen aus. Tja, ob ich da vorbeikomme. Ja,
ich gucke erstmal hinten, da ist auch noch ein Tor. Da geht es, glaube ich, gar nicht mehr weiter. Gucke ich mir gerade mal an. Ja, Tor ist zu. Da komme ich nicht weiter. Bin ich wohl hier in eine Sackgasse reingefahren. Ist da noch kein Schild irgendwie. Ja, muss ich noch mal ein paar hundert Meter zurück. Das war jetzt nur ein kurzes Stück. Hier durch das Industriegebiet durch. Ja. Jetzt geht's hier weiter. Ich bin jetzt wieder auf dem Kanal. Ja, hinter mir hat es gerade richtig gedonnert. Da scheint wohl jetzt das Gewitter durchzuziehen. Das kam ja eben, habe ich das hier rechts gesehen. Das scheint jetzt hinter mir zu sein. Ich hoffe, ich bin drumherum gekommen. Ich habe aber jetzt auch schon immer die Brücken im Blick und fahre jetzt quasi immer von Brücke zu Brücke. Ja, falls es jetzt noch anfängt zu regnen oder so, dass ich mich da unterstellen kann. Also bei Regen würde ich natürlich normalerweise hier auch einfach mich in den Camper setzen. Aber wenn es dann noch gewittert, da ist mir eine Brücke schon lieber. Oh, ich habe gerade schon Schrecken gekriegt. Dachte, hier wäre wieder gesperrt. Aber es ist nur ein Wildschutzzaun. Da komme ich wohl durch. Oh oh, da kommt die nächste Gewitterfront. Ich bin jetzt gerade noch 2 Kilometer weiter gefahren, hier unter einer Brücke. Und will erstmal warten, wohin das Gewitter zieht. Ja. Die Zeit nutze ich dann, um ein bisschen Abend zu essen. Und ja, falls ihr auch gerade beim Essen seid, ne, guten Appetit. Ich bin jetzt hier in so einem kleinen Waldgebiet, kurz vor Bad Bodenteich, und ja, hier ist es sehr ruhig. Es sind gerade mal 2 Autos durchgekommen und die haben mich noch nicht mal gesehen, obwohl ich hier ja, wirklich 20 Meter von der Straße mich direkt hier hingestellt habe. Und hinter der Straße ist direkt der Kanal. Ja, im Hintergrund höre ich noch so ein bisschen donnern, aber es schwächt schon ein bisschen ab, das Gewitter. Aber ich gucke gleich nochmal im Wetterbericht, wie es denn heute Nacht aussieht. Und ja, dann geht es morgen weiter. Ja, laut Komoot bin ich heute nur so 53 Kilometer gefahren. Ist jetzt nicht ganz so viel, aber ich bin auch ziemlich spät los. Ne? Ich habe mich ja da noch mit dem Matthias unterhalten und ja, dann hat er mich ja zum Seitenkanal gebracht, also zum Elbe-Seitenkanal. Und ja, dadurch bin ich erst so um die Mittagszeit halt losgekommen. Ja, und das ist schon anstrengend, auch auf diesem Kanal da zu fahren. Da ist halt keine, also sind so 2 Spurrillen. Und da muss man halt immer gucken, mit einem Rad, also vom Hänger, ist man immer auf der Grasnarbe. Und ja, das bremst natürlich. Ne? So, ich werde mich jetzt noch ein bisschen frisch machen und dann werde ich mich schon mal hier reinlegen und wahrscheinlich dann noch früh schlafen, damit ich dann morgen früh auch wieder los kann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht, macht's gut. Ciao, euer Andreas.